der weiteren Bürgermeister. Meine Damen und Herren, wir haben in den bisherigen Perioden der neuen Gemeinde Ostberg von 78 bis heute zweimal in zwei Perioden jeweils zwei Stellvertreter. In den anderen Perioden hatten wir jedes Mal einen Stellvertreter. Ich persönlich möchte nur einen Satz dazu sagen. Die bisherige Erfahrung hat also gelehrt, dass wir aus sachlichen Gründen, ich möchte das betonen, eigentlich also zwei Stellvertreter nicht benötigt haben. Wenn man also einen zweiten Vertreter machen will, ist das natürlich also dem Plenum der Gemeinde, des Gemeinderates freigestellt und so weiter. Aber wir müssen uns also darüber unterhalten, damit wir nachher also die Wahl durchführen können. Meine Damen und Herren, ich darf Sie hierzu um Wortmeldungen bitten. Herr Schmidt? Ja, ich habe da einen Antrag auf Bestellung eines weiteren, Bürgermeisters. Also eines zweiten Stellvertreters. Und ich habe den auch formuliert. Ja. Gestatten Sie mir, dass ich das vorstelle. Die Mitglieder der unabhängigen Wählervereinigung Wurzberg beantragen die Bestellung eines weiteren, das heißt dritten Bürgermeisters unserer Gemeinde. Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Tatsache, dass wir Mitglieder in der kommenden Legislaturperiode einen eigenen Bürgermeisterposten für uns beanspruchen wollen, nachdem ihnen dies in der zurückliegenden Legislaturperiode ja nicht zugestanden wurde. Da bisher eine Kommunikation zwischen den Wählergruppen nicht zustande gekommen ist, gehen wir davon aus, dass die Mehrheitsgruppierung dieselbe Verteilung des Bürgermeistersamtes denkt, wie in der letzten Periode. Sie haben das auch jetzt schon angerissen, angedeutet. Wir sind allerdings der Meinung, dass es zu einer gesunden und anständigen Art der Akzeptanz und des Umgangs auch gegenüber einer kleineren Wählergruppe gehört, diese entsprechend an den Ämtern zu beteiligen. Wenn man die Berichte aus den umliegenden konstituierenden Gemeinderatssitzungen liest, kann man erkennen, dass es dort eine breit geübte Selbstverständlichkeit ist, auch die kleinen Gruppen zu beteiligen. Die Einrichtung eines weiteren Bürgermeisteramtes ist in Gemeinden unserer Größenordnung gängiger Usus. Sie schadet keinem, ist aber auch eine Aufwertung der beteiligten Gruppen und ein Zeichen politischer Reife. Dabei geht es nicht um die Verteilung von Pfründen oder Pöstchen, sondern um ein Symbol der Wertschätzung und Partnerschaft auch gegenüber einer kleineren Gruppierung und deren Wählern. Dabei braucht bei einem dritten Bürgermeister eigentlich niemand Angst haben, dass er Macht teilen oder abgeben müsste. Eine Beteiligung, direkte Beteiligung an der Tagespolitik wird kaum stattfinden. Und wenn, dann hat immerhin der erste Bürgermeister die Richtlinienkompetenz. Ich wiederhole mich eigentlich, es handelt sich hier in erster Linie um ein Symbol der Zusammenarbeit und einen Akt der gegenseitigen Anerkennung. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Weg mitgehen könnten und beantragen daher für die kommende Legislaturperiode einen weiteren Stellvertreter, einen dritten Bürgermeister zu bestellen. Ja gut, also das war also, ich habe ja gesagt, dass er schon seit dem Verlauf, wo man das also praktiziert hat und so weiter, wird von anderer Seite noch das Wort gewünscht. Wenn das nicht der Fall ist, meine Damen und Herren, dann stehen also, ja, dann müssen wir also einen Antrag formulieren. Meine Damen und Herren, beziehungsweise steht also ein Antrag jetzt, also da der Antrag, zwei Stellvertreter zu bestimmen bzw. zu benennen. Über diesen Antrag müssen wir abstimmen. Wenn wir, der Umkehrschluss dadurch ist also, wir lassen dann danach abstimmen, je nachdem wie also diese Abstimmung ausgeht und so weiter. Ich darf also über die über den Antrag 2 zeigt, dass hier zum ersten Mal, seit ich im Gemeinderat bin, ein klarer Fraktionszwang gezeigt hat, indem wir die Hände gehoben haben. Mir persönlich ist klar, dass dieser Zwang jetzt auch wieder im Raum steht. Nichtsdestotrotz möchte ich meiner persönlichen Überzeugung treu bleiben, dass eine Wahl nur eine Wahl sein kann, wenn man auch wählen kann. Und bin dankbar, dass ich eine Persönlichkeit unter uns gefunden habe, die sich dafür zur Wahl stellt. Es ist ein Kandidat, der nach meiner Meinung aufgrund seiner Erfahrung im Gemeinderat und in seinem Beruf ein guter zweiter Mann neben unserem Herrn Bürgermeister wäre.
er könnte aufgrund seines Alters einen Spagat zur jüngeren Generation in der Gemeinde bilden und er verkörpert die zweite politische Kraft in der Gemeinde. Er wäre nach meiner Meinung ein Zeichen für die Gemeinde. Durch diese Wahl könnten wir zeigen, dass wir an einem Strang ziehen, die CSU-Liste und die UWU. Wir wissen nicht genau, was in den nächsten 6 Jahren auf uns zukommt, auf die Gemeinde zukommt und was sich uns für Aufgaben stellen. Wir wissen aber, dass der zweite Bürgermeister jederzeit in der Lage sein muss, den ersten Bürgermeister bei seinen Geschäften zu unterstützen, ihn würdig zu vertreten und im Notfall, was ich uns allen nicht wünsche, auch ersetzen zu können. Deshalb benötigen wir nach meiner Meinung einen loyalen Mann, der die Anerkennung in der Gemeinde und im Ringeisenwerk genießt, der Erfahrung im Umgang mit Ämtern hat, der Erfahrung aufweisen kann in großen Bauvorhaben, der es gewohnt ist, mit einem Finanzhaushalt umzugehen, der es gewohnt ist, Mitarbeiter anzuleiten und zu begleiten, der jederzeit in der Lage ist, in der Öffentlichkeit positiv für die Gemeinde aufzutreten, dessen Anliegen es ist, kein Ortsteilsdenken aufkommen zu lassen, der in der Lage ist, aufgrund seiner Anerkennung in der Gemeinde zugezogene, alteingesessene, jüngere Generationen und behinderte Gemeindemitglieder zu repräsentieren. Nach meiner Meinung trifft dies alles auf unseren Kollegen Konrad Beschle zu. Er steht seit Jahren als sogenannter Zugezogener loyal zu unserer Gemeinde. Er hat sich in den letzten Jahren mit hohem persönlichen Einsatz in die Arbeit des Gemeinderates eingebracht. Seine Familie zeigt ein vielfältiges öffentliches Engagement innerhalb der Gemeinde. Er wurde mit großer Mehrheit von Wählern beider Listen zum zweiten Mal gewählt und für sein politisches Auftreten gewürdigt. Deshalb schlage ich ihn hiermit zur Wahl des zweiten Bürgermeisters vor und möchte Sie nochmals bitten, sich bei dieser Wahl freizumachen vom Listendenken. Zu überlegen, warum, weshalb brauchen wir einen zweiten Bürgermeister? Welche Aufgaben soll er erfüllen und welche Voraussetzungen bringen die Kandidaten mit und welcher Kandidat ist für uns ein guter Weg? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Vertrauen. Ich werde versuchen, dieses Vertrauen zu rechtfertigen, nach meinen besten Kräften, nach meinem besten Wissen und Gewissen. Diejenigen, die mich nicht wählen konnten, aus Gründen wie auch immer, möchte ich ein guter Partner sein. Ich nehme die Wahl dankend an. Gesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Freistaates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein. Und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren. Und ihren Pflichten nachzukommen. So wahr mir Gott helfe. Die also besondere Geheimhaltung bedürfen. Und nun kommt der sogenannte § 37 Gemeindeordnung. Das sind also, was der Bürgermeister in eigener Zuständigkeit erledigt und so fort. Das sind die laufenden Angelegenheiten, dann die durch ein Bundesgesetz beauftragt sind, dann die Angelegenheiten im Interesse der Sicherheit der Bundesrepublik, dann die vom Gemeinderat nach 37 Absatz 2 übertragenen Angelegenheiten, da kommen wir noch drauf. Dann die Entscheidungen über die Ernennung, Beförderung und Einverstanden. Bestehen dann wegen Bedenken, ist nicht der Fall, dann ist es so beschlossen. Dann dort die Geschäftsordnung auch noch ausbessern. Paragraph 6 lassen wir Herr Niemeyer herschreiben. Darf ich fahren? Okay. Ja. Dann passt das. So, meine Damen und Herren, dann hätten wir lediglich noch die Frage, das ist, meine Damen und Herren, Änderung des vielleicht Nutzungsplans im Haus. Der Vorsitzende soll ja auch bestimmt werden im Gemeinderat vom Netzwerkungsausschuss. Wir haben den habe ich schon vorgeschlagen, vielleicht können wir es so machen. Wir haben den Herrn Großteil und Fieber vorgeschlagen. Bestehen da Einwände dagegen?
Dann ist es so beschlossen. Wir haben Änderung des Flächennutzungsplanes dann aus, meine Damen und Herren, berührt uns nicht. Und zwar geht es also hier um die Vorstellung des Flächennutzungsplanes. Und zwar, soweit es dieses Gebiet anbelangt, nördlich des Kreisverkehrs der Umgehungsstraße. Das ist also der Kreisverkehr. Wir haben, meine Damen und Herren, hier nur die Probleme, das habe ich Ihnen in der Erläuterung ja bereits mitgeteilt, dass wir also gewährleistet haben wollen, dass also hier, meine Damen und Herren, dass also hier durch die vorgesehenen Baumaßnahmen, dass hier also keine Beeinträchtigungen also des Gewässerabflusses aus unserer Gemarkung heraus dadurch bereitgestellt oder im Grunde genommen eingeschränkt wird. Mit der Stellungnahme würde ich das weitergeben. Wenn wir so verfahren, dann hätte ich das so. Dann hätte ich noch Verschiedenes unter öffentlicher Sitzung. Wenn das nicht der Fall ist, meine Damen und Herren, dann hätten wir die öffentliche Sitzung geschlossen und wir kommen zur nicht öffentlichen Sitzung. Jetzt müssen Sie gehen. Also die öffentliche Sitzung ist abgeschlossen.